Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe und hier auf meinem Kanal geht es um die Themen Börse, Investment und Trading. Und heute schauen wir mal in dieses kleine Ding hier hinein, nämlich in mein iPhone. Aber es geht gar nicht so sehr um das iPhone, sondern das könnte genauso ein Android-Handy sein, sondern es geht darum, was ist denn da drauf? Richtig, Apps sind da drauf. Und heute will ich euch mal meine liebste Finanz-App zeigen, die ich unterwegs nutze und zu der ich mittlerweile ein wirklicher, wie sagt man das immer so schön, Heavy-User geworden bin. Welche das ist, das gibt es jetzt hier im Video. Es ist ja so, wenn man unterwegs ist, dann hat man natürlich, die meisten von uns haben dann hier so einen Teil dabei, ne? Ob das, wie schon gesagt, ob das jetzt von Apple ist oder von irgendeiner anderen Firma, spielt erstmal gar keine Rolle. Aber warum haben wir sowas? Warum haben wir nicht mehr diese alten Nokia-Handys? Naja, weil wir eben heute nicht mehr nur telefonieren, sondern weil wir auch diese ganzen schönen Spielereien nutzen, die da drauf sind. Unter anderem diese ganzen schönen Finanz-Apps, die es da gibt. Und wenn ich mir hier so mein iPhone anschaue, dann sehe ich, da ist zum Beispiel sowas drauf wie meine TWS, also meine Zugang zu meiner Handelsplattform, wo ich also unterwegs mal schauen kann, was machen meine Konten. Ich habe sowas drauf wie Seeking Alpha, um zwischenzeitlich mal, wenn ich irgendwo eine längere Zeit sitze, vielleicht im Zug, wobei ich bin jetzt lange schon nicht Zug gefahren, aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, in der Hotellobby sitze oder irgendwo, um zum Beispiel auf Seeking Alpha was lesen zu können. Ich habe so Dinge darauf wie Short Interest beispielsweise. Ich habe sowas drauf wie Investing.com. Können wir uns alles nochmal unterhalten. Aber das, was ich mittlerweile wirklich am meisten nutze, ist Twitter. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum denn ausgerechnet Twitter und warum ist das meine Lieblings-App geworden? Naja, ich zeige euch hier mal so ein Standardbild, ne? Also so sieht das ja aus. Man kann ja Twitter auch am PC nutzen. Und am Anfang war es so, als ich mich bei Twitter angemeldet habe, da war das tatsächlich so ein bisschen Neugier, nämlich was macht denn Donald Trump? Also was haut der denn so in die Welt raus und was gibt es da so zu lesen? Das heißt, war am Anfang so ein bisschen Sensationsgier, ne? Und vielleicht sagt er auch was über eine Branche, die gerade interessant war, gerade die ersten paar Tage nach seiner Wahl war es ja so, er hat irgendwas gewittert, dann gingen Aktien hoch, dann hat er was anderes gesagt, da gingen irgendwelche Aktien runter. Mittlerweile muss ich aber sagen, jetzt nach wirklich 8, 9 Monaten, nachdem ich das jetzt nutze, ist es wirklich so, dass ich sehr, sehr viel nutze. Und das zweite Bild zeigt euch mal, warum. Aktuell haben wir Earnings Season und ihr seht hier zum Beispiel, hier ist eben veröffentlicht die Quartalszahlen von McDonald's. So. Und wenn du einige Zeit Twitter nutzt, dann ist es halt so, dass du mit der Zeit relativ schnell herausfindest, was sind für dich wichtige Informationen und was sind für dich keine wichtigen oder relevanten Informationen. Das heißt, du kannst dir ja wirklich genau das heraussuchen, was du willst. Und wir wissen ja alle, oder ihr wisst ja wahrscheinlich alle, bei Twitter kannst du ja nur 140 Zeichen in einen Post oder einen Tweet reinpacken. Aber genau das führt eigentlich dazu, dass du, oder dazu geht es mir zumindest, ne? Euch geht es vielleicht ganz anders, ihr müsst mir dann mal auch eure Meinung dazu, ihr müsst nicht, aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu sagen, aber dass man eben sehr, sehr schnell auch durchscrollen kann und die relevanten Dinge findet, die man sucht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aktuell in dieser Zeit, wo die Quartalszahlen veröffentlicht werden, dann scrolle ich eben zwischendurch mal schnell durch und habe innerhalb von wenigen Minuten von allen relevanten, wichtigen Firmen, die mich interessieren, so einen ganz, ganz schnellen Überblick, wie waren denn die Quartalszahlen? Also da weiß ich noch nicht, was steht im Detail drin, aber da steht eben drin, schlägt die Erwartungen, schlägt nicht die Erwartungen. Aktie geht vorbörslich hoch, geht vorbörslich runter, nachbörslich hoch, nachbörslich runter. Das heißt, du hast einen sehr, sehr schnellen Informationsfluss und wenn es dann etwas ist, wo du sagst, aha, interessiert mich ein bisschen mehr, kannst du ja meist auf den Link klicken und kommst zu irgendeiner Seite, wo du dann weiterlesen kannst. Mittlerweile nutze ich es aber auch, und das seht ihr hier im dritten Bild, nutze ich zum Beispiel auch als Suchmaschine. Ne? Normalerweise kennt man das, wo sucht man Dinge? Natürlich auf Google, natürlich hier auf YouTube. Ne? Also wenn ich irgendwie zu Hause handwerklich mal was machen muss, wo schaue ich da hin? Natürlich auf YouTube, lass mir das in einem Video zeigen, bevor ich mir die Erklärung durchlese. Und was jetzt aber gerade so Börsenthemen anbelangt, da suche ich mittlerweile schon sehr viel hier auf Twitter. Du sagst eben zum Beispiel, okay, bleiben wir mal beim Thema Earnings. Ich möchte wissen, wie hat eben Aktie XY ihre Earnings herausgebracht. Ja, und dann gibst du einfach das Symbol ein, Earnings dahinter, zack, hast du eine schnelle Übersicht, wie waren die Zahlen oder wann kommen die Zahlen, was gibt es für Erwartungen. Das heißt, du kannst es auch sehr, sehr schnell nutzen, um Dinge zu finden.
Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen, dass du sagst, okay, ihr kennt das ja alle, E-Mails. Ne? Wer gibt heutzutage noch gerne E-Mails raus? Also dass man so eine E-Mail-Adresse rausgeben, ist schon ein bisschen schwierig. Gerade wenn dir an amerikanische Seiten was gibt, du weißt nicht, was machen die mit deiner Adresse, du wirst dann zugespammt und so weiter. Aber die bieten natürlich in der Regel alle auch so einen Twitter, oder haben alle einen Twitter-Account. Das heißt, nehmen wir mal jetzt Seeking Alpha, da kannst du eben sagen, okay, ich gebe von bestimmten Autoren, die mich da interessieren, Brad Thomas, der die Reads schreibt, oder Chuck Carnevale von Foscrafts beispielsweise, gibst du das eben ein, abonnierst die einfach, ne? Kostet dich ja nichts, oder folgst denen, wie es heißt. Und dann siehst du eben, wenn die was Neues veröffentlichen. Und das finde ich wirklich total super. Und deswegen ist das echt mittlerweile meine liebste Finanz-App geworden. Und es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich nicht mal schnell kurz so ein paar Minuten auf Twitter durchschaue. Mittlerweile hat sich das bei mir zum Beispiel sehr verschoben von Facebook weg hin zu Twitter. Facebook ist mehr so privat, ne? Und Twitter wird eben jetzt mehr so geschäftlich. Finde ich also eine ziemlich gute Sache. Und hier mal auf dem letzten Bild seht ihr dann auch mal meine Adresse. Ne? Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch auf Twitter mit mir verbinden. Könnt mir folgen. Ich tweete auch manchmal was. Ne? Und ihr könnt mir dann auch mal ein paar Sachen schicken. Also guckt euch das einfach mal an. Und mich würde vor allem natürlich mal interessieren, ob ihr selber das Ganze nutzt. Ne? Also Twitter übrigens auch ganz interessant als Aktie mittlerweile. Ich war zwischendurch schon mal sehr bullig, bin dann wieder ein bisschen weggekommen, habe es jetzt nochmal aus Trading-Gründen im Konto behalten, weil sie gerade so eine schöne Bodenbildung gemacht hat. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Und schreibt mir mal in die Kommentare rein, nutzt ihr Twitter? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum denn nicht? Ne? Also auch das würde mich mal interessieren. Ist das Teufelszeug oder ist es ganz gut? Und schreibt mir mal einfach. Also mich würde es wirklich interessieren. Und das war also heute so ja, ein bisschen off-topic, ne? Was ich da so nutze. Wenn euch noch mehr Apps übrigens interessieren, wenn ihr also sagt, was machst du denn, um deine ganzen Aktien zu verfolgen? Ne? Welche nutzt du denn da? Dann schreibt mir das auch mit rein und dann kann ich euch mal eine kleine Serie machen und stelle euch mal all die Apps vor, die ich nutze. Es sind so 4, 5 Stück, die ich relativ regelmäßig nutze und dann können wir uns die mal gemeinsam anschauen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Erfolg. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Video oder eben, was heißt oder? Und auf Twitter. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.